unzählige von Banktieren, was geändert werden müsste, weil wir wirklich kein Bildungssystem haben, das was eigentlich nur von Zeiten Maria Theresias besteht und eigentlich nur teilweise geändert worden ist und dass du jetzt einen großen Wurf braucht. Und da sind für uns als Gewerkschaftsjugend, als ProG-Jugend einige Punkte sehr, sehr wichtig. Und zwar, das ist einerseits das, dass Bildung nicht vom sozialen Umfeld abhängig sein darf. Und wir brauchen ein Fördersystem, wo Lehrplätze gefördert werden und top qualifizierte Lehrplätze. Ein weiterer Punkt, was uns sehr wichtig ist, in der Wirtschaft wird immer lebenslanges Lernen vorausgesetzt. Nur wenn ich mir anschaue, wenn man auch dann als arbeitender Mensch die Universität besuchen möchte oder die Fachhochschule besuchen möchte, dann wird es meistens durch starre Bildungsblöcke wird man da abgeschreckt, wegen dem gehört auch da in dem Punkt angesetzt, dass die Universitäten flexibler werden müssen und dass auch für arbeitende Menschen es möglich ist, dass man Beruf und Studium vereint. Ein weiterer Punkt zum Thema Weiterbildung ist für uns das, dass in Österreich ein einheitliches Fördersystem im Bereich der Weiterbildung geben muss. Man kriegt es ja die letzten Jahre, vor allem im Sommerloch, kriegt man es immer wieder mit, dass die Wirtschaft hergeht, die Jugendlichen sind alle steppert, die kennen sich nicht aus, die haben keine Ahnung, was für einen Beruf sie machen wollen. Ich finde es einerseits eine Freche, dass die Wirtschaft die Jugendlichen da durch den Kakao zieht, dass da eine Kampagne auf den Rücken der Jugendlichen machen, sondern es wäre weit besser, wenn sie sich schon gut wie kann die Jugendlichen unterstützen. Fakt ist aber auch, dass wir in Wirklichkeit im Schulsystem keine ordentliche Berufs- und Bildungswegorientierung haben. Fakt ist auch, dass das Schulsystem Jugendliche aus dem Bildungssystem entlässt, ohne den nötigen Grundtools und da herangesetzt. Es kann nicht sein, dass Jugendliche aus dem System ohne Grundtools entlassen werden. Beziehungsweise brauchen wir verpflichtende Berufs- und Bildungswegorientierung ab der 6. Schulstufe. Warum braucht man eigentlich die überbetrieblichen Ausbildungseinrichtungen? Die braucht man nur aus dem Grund, weil sich die Wirtschaft in den letzten Jahren immer mehr aus der Lehrlingsausbildung zurückgezogen hat. Das Zirkel ist momentan zweiteilig. Das eine ist das, dass ich sage, jawohl, überbetriebliche sind momentan wichtig. Man muss den Jugendlichen eine Perspektive geben, dass die bis zum Lehrabschluss, bis zum Facharbeiterinnenberuf die Ausbildung machen können. Aber für mich liegt die Zukunft klar in der dualen Berufsausbildung. Und unser Ansatz ist das, dass man da einen Ausbildungsfonds braucht, wo Betriebe einzeln, die was nicht ausbilden, und Betriebe, die was ausbilden, was rauskriegen und somit ein finanzieller Anreiz geschaffen ist. Das heißt für mich klar, jeder Jugendliche hat Talente, hat Begabungen. Und da muss ich einfach auf die eingehen und da brauche ich ein individuelles System oder Schulsystem, das was auf die individuellen Stärken von Jugendlichen eingeht und natürlich das, was auch drauf schaut, dass man die Schwächen auch schwächt.